Hallo, hier ist wieder der Brennen von PW Plady und ich begrüße euch zurück zu The Crew. Und Chippy Silver ist der Polizei entwischt. Geil. Herzlichen Glückwunsch, Chippy Silver. Und wir machen direkt Runde 2. Wir sollen nochmal einen Rekord von unserem neuen Widersacher Cam, oder zum derzeitigen Widersacher Cam schlagen. Und das werden wir jetzt tun. Und ja, schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Sicher noch einen von Cams Langzeitrekorden. Pass auf, denn der hier ist wirklich schnell. Wirklich schnell kann ich. Guter Junge. Wenn du den Thron besteigen willst, musst du es beweisen. Das sowieso. Da habe ich doch extra mein neues Performance-Auto hierfür. Mein Chevy Impala 67er. Supernatural-like habe ich mir den geholt. Natürlich. Ja, so ein paar Schrammen muss man in Kauf nehmen, wenn man den Rekord schlagen will. Aber es sieht einfach auch geil aus, wenn man fährt. Rum, rum, rum. Ja, die Haube muss ich leider... Die musste ich leider aus Carbon nehmen, weil ich sonst keine schwarze ohne... ohne Fronteinsatz kriege. Oder keine dunkle. Und den ersten Fronteinsatz kann ich leider nicht mehr zurückmachen. Ich weiß nicht, wie ich da wieder zurückkomme auf das Standardgerät quasi. Aber, genau. Oh, da ist mir noch was eingefallen. Ja. Ich wollte noch die Tuning-Kits machen. Wollte ich beim letzten Mal schon machen. Neue Tuning-Kits. Wir haben ja Level 30. Da kann ich wieder neue Tuning-Kits einsetzen. Oder kaufen. Das will ich für den Performance-Wagen hier auf jeden Fall mal tun. Dann ist der nämlich auch besser als der Camaro. Und geht noch mehr ab. Und vielleicht tauschen wir auch nochmal die Heckschürze. Also das gefällt mir nicht, die Heckschürze. Muss ich ehrlicherweise sagen. Boah. Hat aber auf jeden Fall mehr Stil als so ein einfacher Camaro. Und das ist ja sogar ein Auto, das würde ich mir auch selber kaufen. Tatsächlich. So ein Chevy Impala. Finde ich super geil. Seit ich Supernatural gesehen habe, bin ich total verliebt in das Auto. Das ist ein super gutes Auto. Feier das total ab. Also das wäre wirklich, wie gesagt, ein Auto, das würde ich mir auch kaufen, wenn ich die Kohle hätte. Und ich, unser Tuning ist ja recht dezent. Ist mir lieber, ehrlich gesagt, als ganz schwarz. Aber es hat auch ein... Hier geht es ja auch ein bisschen um Tuning immer, ne? Es hat so ein bisschen Stil, aber ist nicht too much. Gefällt mir sehr gut. Könnt ihr auch mal schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch eine bessere Idee noch. Also die diese Rennstreifen, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel für das Auto hier. Pass da, lass dich nicht aufhalten. Ich lass mich nicht aufhalten, ich bin der König der Straße, ey. Geil. Rum, rum, rum. Mission erfüllt. Stufe, jetzt habe ich sogar Stufe 31 schon. Sehr geil. Und eine Gewichtsreduktion. Ausstatten, auf jeden Fall. Mann, Junge, das war schnell. Wirklich, wirklich schnell. Du doch nicht so überrascht, Chica. Hey, da bist du ja, Alex. Das muss Cam erstmal schaffen. Gute Arbeit. Sowieso. Du hast Cam angeschlagen, aber das reicht noch nicht. Ich hab da Info, die... Hey, 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 warte. Ich weiß nichts über dich. Wer bist du überhaupt? Relax. Du kennst mich. Nein. Mein Name ist Coburn. Der Boss hier. Schiff hat es vergessen. Also enthebe ich ihn der Verantwortung. Beeindruck mich. Gewinn Rennen. Hol Scalps. Und du wirst V8. Fick mich. Und du bist tot. Verstanden. Na sicher. Ich melde mich.
Ey, Professor Coburn, du kannst doch so nicht sowas nicht einfach sagen hier. In meinem seriösen Let's Play so ein böses Wort mit F. Junge, Junge, Junge. Also das habt ihr ganz deutlich gehört, das hab ich nicht gesagt. Das war der Agent oder FBI-Agent Coburn. Der Boss hier. Ho, ho, ho. Pisser. Ja, ich mag den auch. So, Performance. Ich möchte da so ein Kit dran bauen. Kann ich das jetzt nicht mehr? Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nochmal verbessern. Kaufe ich das? Jetzt muss ich den... Wollte mich echt verarschen. Ich muss das den Scheiß jetzt echt einzeln kaufen. Krass, ey. Scheint aber tatsächlich so. Okay, Ansaugsystem gibt's nicht. Getriebe gibt's auch nicht. Motorkern gibt's auch nicht. Reifen gibt's auch nicht. Bremsen gibt's auch nicht. Aufhängung gibt's auch nicht. Differential gibt's auch nicht. Gewichtsreduktion, die gibt's nochmal. So, geht doch. Nur schon mal 414. Okay, visuell kann ich dann noch was machen. Und zwar hatte ich gesagt, von hinten an Stoßfänger. Der gefällt mir nicht. Was ist denn das hier? Warum gibt's denn nicht nur zwei zur Auswahl? Okay, dann gucke ich mal eben, ob es hier auch Motorhauben gibt. Ja. Ja, die Matte, die ist natürlich nix. Das Problem ist ja bei Motorhaube 2, das Gerät gefällt mir gar nicht. Wirklich gar nicht. Wenn ich jetzt das, das war das Standardgerät, wenn ich das wenigstens noch hätte. Das kann ich aber nicht, ich kann aber die alte Motorhaube irgendwie nicht mehr einbauen, die ich vorher mal hatte. Ich weiß nicht warum. Hm. Irgendwie enttäuschend. Aber okay, so ist das halt. Sortieren, was denn sortieren? Standard, Marke, Preis, okay. Ne, den Mini tun wir natürlich nicht auf Performance, das macht keinen Sinn, den brauchen wir nämlich nicht. Tja, ist ein bisschen schade jetzt. Aber okay, wir lassen den jetzt so 7 Minuten, da können wir auch locker was machen, okay. Cool. Ja, geht ja schon mal direkt wieder viel schneller. So, der gute Coburn hat uns ja schon angerufen. Wir haben auch hier schon irgendwo... Ah, in Las Vegas gibt es auch schon mit... Ach ja, genau, da gibt es einen Rally-Tuner in Las Vegas. Wir werden aber jetzt tatsächlich hier... das machen. Okay, da kann ich nicht hinreisen. Dann gucken wir nochmal, ob ich hier nicht was kenne, wo ich hinreisen kann. Da kann ich auch nicht hinreisen, okay. Dann reise ich halt dahin. Weil der Weg halt deutlich kürzer ist einfach, ne? So, okay. Und dann würde ich gerne... Ah, es ist dann hin und her mit dieser Scheißkarte, ehrlich gesagt. Tut mir echt leid, aber dann müssen wir durch. Wegpunkt setzen, so. Ja, lass mich raus, lass mich fahren jetzt. Das ist ein Sprungtest. Ideallinie, okay. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist noch nicht das richtige Auto hier für das Gelände. Das merkt man da schon direkt. Aber jetzt für die paar Meter hier rauszufahren, wird es wohl reichen. Oh, ey. So, oh, geil, ein Krokodil, habt ihr gesehen? Da war ein Kroko. Wie geil ist das denn? Ach, hier geht es noch weiter auf so einer geilen Straße. Oh, shit, ey. Wow, stopp. Ja, 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 ich fahr zurück. Hab ich alles gesehen. Betreten, die Sümpfe.
Sumpf, ja, genau. Boah, bitte, lasst mich doch jetzt mal auf eine vernünftige Straße, ey. Das ist doch mega scheiße hier. Sonst muss ich echt das Auto wechseln jetzt für die Anfahrt. Ah, da vorne geht's auf eine Straße. Sehr schön. So, da geht er direkt wieder ab. Jawolla. So. Hier eine lange Kurve. Bisschen Verschnitt ist ja immer, ne? Bom. Oh. Also der Cowboy will jetzt direkt zum Boss machen. Der mag den Schiff nicht mehr, okay. Anscheinend ist es doch gar nicht so, dass wir uns immer diese Tattoos erarbeiten müssen. Hoch. Also ich dachte, ich krieg jetzt tatsächlich irgendwann mein V4-Tattoo. Die Cam-Geschichte dauert zu lange. Luis Caliente ist Cams Nummer 1 Vollstrecker. Er dreht Runden durch New Orleans. Schalt ihn aus. Öffentlich. Cam verliert sein Gesicht und dann geht ihm die Kohle aus. Win-win. Verstanden. Okay. Vielleicht ist es doch so. Jetzt bin ich wieder im Zweifeln. Also gerade klang es mehr so, als wenn ich da jetzt einfach so zwei, drei Missionen noch spiele und dann bin ich irgendwie bei Schiff und der Coburn macht mich zum Boss. Und dann knöpfe ich mir den selber noch vor oder so, aber anscheinend scheint es wohl doch noch ein bisschen komplexer zu sein. Gut. Habe ich nichts gegen. Gott, sieht mal ziemlich zerramponiert aus hier, ey. Ah, ich muss da, glaube ich, die Brücke hoch, ne? Ich fahre jetzt einfach dem Navi nach. Das wird schon den Weg kennen. Ey, da knutschen zwei. Krass. Ist ja voll geil. Also detailtechnisch ist das wirklich ein gutes Spiel. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Wie auch schon bei Watch Dogs. Aber so ein paar Punkte sind halt, habe ich ja letzte Folge schon angesprochen. Wenn ich ein Auto bei der Mission gestellt kriege, dann brauche ich vorher den nicht wechseln. Da braucht auch keine Meldung stehen, dass ich ihn wechseln müsste oder so. Das ist Quatsch. Aber sonst so generell ist es schon gut gemacht, das Spiel. Also da kann ich nicht meckern. Macht auch auf jeden Fall Laune. Und dass ich das hier verkacke, das liegt ja mehr an meinem Fahrstil. So, da vorne ist der Punkt. Dann machen wir doch mal direkt die Mission hier. Und gib ihm. Was fahre ich hier für ein Auto? Straßenfahrzeug benötigt, okay. Da fahren wir auch mit dem Impala. In der anderen Lackierung. Ich hätte gewusst, hätte ich ihn nochmal getuned. Schalt den Kerl aus. Halte ihn nicht zurück. Bleib an ihm dran. Jetzt schalt ihn aus. Oh, es hat eine Scheiße durch die engen Scheißkurven immer. Oh, ich hatte ihn schon quasi, ey. Habt ihr das gesehen? Es war wirklich Millimeterarbeit. Boah, jetzt ruckelt es aber echt extrem mit diesem Geblinke und so. War gerade echt übel. Habt ihr auch gesehen? Weiß ich gar nicht. Vielleicht liegt es jetzt auch nur daran, dass die Aufnahme bei mir noch mitläuft. Jetzt zeig's ihm. Der Sack fährt ja immer die Kurven da, wo der nicht soll. Boah, das gibt es doch nicht. Dass ich jetzt 400 Jahre hinter dem herfahren muss, ey.
Hinten kommen noch die Bullen. Okay, das hat aber gereicht. Da haben wir den voll erwischt. Und ich glaube, ich werde mir für die Straßensachen den Camaro weiter tunen. Dass wir den auch noch behalten können. Fahren wir den immer noch. Fahren wir immer andere Autos, das ist doch geil. Ja, Bronze, ich weiß, ich habe mich da nicht mit Ruhm gekleckert. Dein Louis braucht einen neuen Schlitten. Du weißt, es gibt nur eine Lösung dafür. Nicht unbedingt. Verschwinde. Dafür ist es jetzt zu spät. Wir sehen uns. Okay, wir sehen uns. Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Ruiniere Cams Hof, öffentlich. Ich sorge dann dafür, dass du aufsteigst. Hört sich gut an. Cam wird dich herausfordern. Er muss. Und vielleicht habe ich noch ein paar Jobs für dich. Sei bereit. Alles klar. Ich bin bereit. So, ich werde jetzt aber erstmal... hier ist der Straßentuner, genau. Warte, da, nee, Moment. Ah. Da. Da möchte ich, den möchte ich gern betreten. Das machen wir jetzt noch schnell. So, und zwar möchte ich hier den tunen. Tune deinen Wagen. Performance. Habe ich schon? Ansaugsystem, okay. Kaufe ich eigentlich nur diese Teile nach, die ich so verdient habe, oder? Sind das wirklich Teile vom Tuning Pack auch? Okay, das war's jetzt. Dann möchte ich gerne nochmal die Tafel gucken. Ah, nee. Abbruch. So. Da habe ich jetzt 387. Okay, der Impala hat auch 387. Dann ist der auch voll getuned. Okay. Dann gehe ich jetzt nur nochmal hin. Tune mir den nochmal. Visuell. Und zwar die Farbe. Die ist nämlich ganz furchtbar. Der sieht leider total scheiße aus. So. Blau wäre vielleicht auch mal was. Metallic? Nee, matt. Schillernd. Nee, schillernd ist ein... Oh, das war eigentlich ganz cool. Das Problem ist, dass man hier nicht so richtig rumfahren kann. Aber das gefällt mir eigentlich, der... Dieses Schillernde hier. Boah, 20.000 kostet das. Oder 4.000. Ja, komm, ich kaufe das jetzt für diese Credits. Aufkleber. So, da müssen wir andere nehmen jetzt. Ich finde das irgendwie ganz geil. Passt gut dazu, auf jeden Fall. Den Löwen finde ich aber auch geil. Der passt da auch gut zu. Tatsächlich. Gefällt mir auf jeden Fall schon, ja. Gucken wir mal, was wir sonst noch angebot haben. Skorpion, ne. Oh Gott. Das finde ich ja ganz furchtbar, sowas. Oh, nicht hier im... Ne. Ne, Freunde. Einfach nur ne. Flammen. Flammen sind auch langweilig. Floral Natur ist auch langweilig. Ja, Rennen geht natürlich auch hier, aber so ein paar Streifen. Jetzt auch nicht so die Mega-Auswahl. Also, die Streifen sind mir auch alle zu nah aneinander irgendwie. Ich hätte gerne was weiter auseinander, wäre das wär geil. Aber gibt's auch nicht. Schädel und Totenköpfe. Spaß dazu. Das finde ich auch ganz cool, tatsächlich. Aber das ist auch relativ teuer. Und ich kann die Sachen halt immer nur... Ich kaufe die ja immer nur für ein Auto, soweit ich das verstanden habe. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Ich kann die dann nicht nochmal bei anderen Sachen benutzen. Ich weiß nicht, wie ich die hin und her schieben kann. Also da muss ich nochmal gucken. Vielleicht kann man das irgendwo in der Garage. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Nach der Aufnahme jetzt.
Vielleicht geht da noch was. Okay, saisonal machen wir auch nicht. Ubisoft machen wir auch nicht. Viel zu teuer. Dann würde ich sagen, kaufen wir doch hier den Löwen. Ich finde den irgendwie geil. So. Innenausstattung. Da müssen wir natürlich noch was ändern, weil wir hätten aber jetzt was Rotes. Wir haben jetzt kein rotes Auto mehr. Nee, das ist mir zu viel. Das können wir machen. Okay. Nee, eventuell. Wir können wir noch machen. Vorderer Stoßfänger. Finde ich eigentlich ist ja auch in Ordnung. Können wir weiter, ruhig weiter nehmen. Wie sieht es hinten aus? Ist auch okay. Spoiler ist auch okay. Motorhaube. Noch was anderes zur Auswahl? Carbon, Carbon, Carbon. Carbon finde ich so kacke eigentlich. Okay. Bin zufrieden. Dann möchte ich gern noch. Geh nochmal hin. Ne, Moment. Wir gehen jetzt mal. Ja, verlassen. Nein, ich mache das jetzt offscreen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: The Crew mit dem Brennen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und. Na, Auto? Oh ja. Und dann fahren wir nochmal kurz raus. Und da sind wir da auch. Und wie gesagt, auf Wiedersehen und tschüss.